Warum ich dieses schöne MacBook noch habe und warum ich diese schöne iPhone XR Schutzhülle, die zwar etwas billig war, noch habe, das weiß ich alles nicht. Aber ich weiß, warum ich diese Dinge bekommen habe und ich weiß auch, dass ich sie jetzt nun mal habe und vermutlich, dass deswegen auch mein MacBook ist, denn das ist auch ein sehr schönes Gerät, das ich natürlich gerne mit schönem Zubehör versorge, wie zum Beispiel ein etwas leistungsfähigeres Netzteil, mit dem ich das Gerät schneller aufladen kann. Und natürlich ein Universalnetzteil. Also ich habe schon einige Arbeit reingesteckt in dieses superschöne Gerät. Aber dieses superschöne Gerät hat einen gehörigen Nachteil. Nämlich hat es eine super unschöne, nicht deutsche Tastatur. Und das geht natürlich gar nicht. Schließlich sind wir hier in einem Land, in dem wir Deutsch sprechen. Zumindest ich. Und deswegen habe ich mir das hier geholt. Man kann es vielleicht schon erkennen. Das ist einmal die Oberseite, weil bei diesem Gerät nämlich die Tastatur eingelassen ist in das Gehäuse. Also man kann nicht einfach nur die Tastatur austauschen, sondern man muss dann auch die Oberseite von dem Gehäuse austauschen. Und das ist eben das Teil. Und da man leider keine Originaltastatur bekommt, günstig für dieses Gerät, habe ich mir eine nachgemachte Ersatztastatur bestellt, die, wie man sieht, reinpasst. Und das ist jetzt ein Dokumentationsvideo darüber, wie ich dieses superschöne Gerät von dieser super hässlichen nicht deutschen Tastatur befreien werde, damit es ein umso schöneres Gerät ist und vielleicht dann auch von mir verwendet wird irgendwann. Tja, nichts leichter als diesen Deckel abzunehmen und auch nichts leichter als das ganze Gerät gleich zu zerlegen, weil ja schließlich ich das Gehäuse hier freilegen muss. Also nichts leichter außer alles natürlich. Und wie man sieht, ist auch das Gerät im Originalzustand. Also das ist ein Original, nicht Original Akku von Apple. Also nicht von Apple. Und das ist eine originale 99.960 Gigabyte SSD, die selbstverständlich schon vorher verbaut war. Und ja, das muss alles raus und wird dann zerlegt. Also die Sachen werden rausgelegt. Ja. Weil zum Gehäuse, was ich hier austausche, gehört ziemlich viel, nämlich die ganze Oberseite, die halt bis hierhin geht. Das ist alles ein Plastikteil. Ja, und man sieht, es ist so gut wie gar nichts in diesem Gerät drin, außer natürlich die Hauptplatine, wie ich das nenne. Und es war auch so gut wie gar nichts drin. Das ist alles ganz wenig und trivial. Also das wieder zusammenzubauen wird sehr einfach. Sogar super einfach, könnte ich fast schon sagen. Und jetzt erkenne ich selbst auch gerade die Zusammenhänge zwischen dem Teil, das ich bestellt habe, und dem, was ich hier habe. Wenn man das mal nebeneinander legt, erkennt man nicht nur äußerlich, sondern erkennt man auch innerlich, was übertragen werden muss. Also das ist hier zum Beispiel der Lautsprecher für die rechte Seite. Und hier fehlt der Lautsprecher für die rechte Seite. Ich habe die sogar dabei bekommen, aber da ist ein Stecker kaputt. Also werde ich wahrscheinlich einfach alles übertragen. Also ich versuche erstmal alles auszubauen. Also als nächstes werde ich das hier ausbauen. Da sind viele Schrauben, wenn ich da mal eine finde. Also hier zum Beispiel. Und danach werde ich dann die kleineren Dinge übertragen. Also zum Beispiel diese Gummihalterungen oder wie man das nennen möchte, wo dann die Festplatte bzw. SSD von gefedert wird. Oder zum Beispiel dieses Touchpad wird dann übertragen und kommt dann hier rein. Und natürlich die Tastatur, wenn ich da mal dran bin. Denn das ist hier noch nicht befestigt. Also man kann das hier noch abnehmen und das muss dann noch festgeklebt werden. Ja, richtig gehört. Apple hat tatsächlich diese Teile zusammengeklebt. Also diese, ja, ich weiß nicht, was ist das? Ist das Kunststoff? Fühlt sich metallisch an. Also dieser metallisch anfühlende Platte hier mit der Tastatur dran an das Plastikgehäuse wurde das nur angeklebt. Also hier kann man es zum Beispiel erkennen. Vielleicht sieht man das, eine leichte Reflexion. Die haben also in das Loch Klebstoff reingetan. Und hier ist kein Klebstoff drin, wie man sieht. Ja, ich weiß, die Übergangseffekte hier sind nicht sehr schlau gelöst. Ich habe jetzt das, jetzt sage ich es doch, Logic Board rausgeholt. Also das ist die Rückseite davon.
Und was man hier sieht, ist einmal der Prozessor. Ein Intel Core 2 sonst was. Und das ist die Grafik. Und die ist wahrscheinlich von AMD. Und darüber sehen wir einen Kupferstab, der die Hitze von den beiden Chips ableitet und dann hier durch so ein Kühlgerippe die Luft durchströmen kann, um das abzukühlen und die Luft nach draußen zu bringen. Tja, das ist insoweit praktisch interessant, weil wenn ich schon mal dabei bin, kann ich natürlich gleich das hier abmachen und die Kühlpaste darunter erneuern, denn Kühlpaste vertrocknet nach ein paar Jahren und leitet dann deutlich schlechter die Hitze. Tja, was soll dabei schiefgehen können? Ja, tatsächlich war die Leitpaste, die da drauf war, ziemlich trocken. Also wie man sieht, habe ich das Teil jetzt abgenommen. Das ist der Prozessor und das, und da habe ich mich geirrt eben, ist kein Grafikprozessor von AMD. Vielleicht kann ich das ja sogar fokussieren hier, das wäre richtig praktisch. Aber naja, selbst wenn ich es nicht kann, vielleicht kann man es trotzdem erahnen. Kann man es erahnen? Vielleicht. Also da steht Nvidia. Das ist ein Grafikchip von Nvidia. Und das ist ein Grafikchip von Intel. Ah, jetzt ist es scharf. Ja, da steht Nvidia. Und diesen Prozessor, den hätte ich theoretisch austauschen können durch einen schnelleren, aber was mich daran hindert, ist, dass es nicht ein gesockelter Prozessor ist. Also der ist nicht auf einem Sockel, so dass man den Prozessor einfach tauschen könnte, sondern der ist festgelötet. Und das wäre ziemlich aufwendig. Von der Pin-Belegung scheint er identisch zu sein mit einem von denen, die ich hier rumliegen habe, die schneller sind. Aber ich müsste dann halt von den Prozessoren, die ich einbauen möchte, die Pins, diese goldenen Pins, die unten dran sind, ablöten oder abmachen irgendwie, um dann das irgendwie ablöten, und das wäre viel zu aufwendig und auch viel zu riskant. Deswegen bleibt der Prozessor drauf. Und es ist ja erfreulich, dass der Grafikprozessor noch funktioniert, denn bei vielen MacBook oder auch bei vielen Rechnern generell, erst recht aus der Ära, ist das ziemlich oft vorgekommen, dass die Chips Brüche an den Lötstellen hatten intern. Das sieht man jetzt hier nicht. Also darunter, unter dem Chip, womit dieser Chip hier raufgelötet ist auf diese Zwischenplatine sozusagen, und deswegen dann Wackelkontakte und Bildstörungen auftreten, und das hat dieses Gerät hier bisher nicht gehabt. Also Glück gehabt soweit. Und so sieht das jetzt aus. Und weil es so schön ist, hier der Anblick eines geköpften MacBooks. Also das ist der Kopf sozusagen. Und das ist das Teil, was ersetzt wird. Das hier ist der MagSafe-Verbinder. Und wie man erkennen kann, ist das Gummi, also da ist eine sehr dünne Gummischicht drauf, damit das leicht gefedert wird, der Stecker, angerissen. Da gibt es bestimmt Ersatzpads, aber habe ich jetzt nicht. Ist ja auch egal. Ich hätte jetzt ja eigentlich diese Einheit hier, also mit der Tastatur und dem Gehäuse zusammen, so lassen können und dann zur Seite legen oder verkaufen können. Aber leider, leider muss ich auch diese Teile hier trennen, also hier den Klebstoff lösen in diesen Löchern und so weiter. Weil, und das ist jetzt sehr profan, der An-Ausschalter fehlt bei dem Ersatzteil, das ich bekommen habe. Hier fehlt er nicht. Deswegen, um da ranzukommen, weil das dazwischen ist, muss ich leider diese beiden Teile auseinanderbringen.